Ja, und Armin Laschet, der wollte ja eigentlich Nachfolger von Angela Merkel werden. Momentan sieht es nicht so aus, als ob er dieses Ziel erreichen könnte. Dafür wird er heftig kritisiert, auch in der Union selbst. Daniel Koop, zugeschaltet aus Düsseldorf. Aber es ist natürlich nicht alles nur Armin Laschets Schuld. Wie kommt denn die öffentliche Demontage im starken nordrhein-westfälischen Landesverband derzeit an? Und Armin Laschet ist ja heute auch bei dir im Landtag in Düsseldorf. Ja, wir haben ihn im Landtag heute von Nordrhein-Westfalen gesehen. Er hat keine Rede gehalten, aber er war hier bei der Landtagssitzung dabei. Thema heute noch einmal Aufarbeitung der Flutkatastrophe und wie da ja Institutionen und Behörden sicherlich an vielen Stellen auch versagt haben. Ich habe Armin Laschet heute hier relativ nachdenklich erlebt. Er hatte nur Kontakt hier mit seinen engen Mitarbeitern, war viel auch an seinem Handy. Und in der Tat, die Demontage von Armin Laschet, die ist natürlich ein großes Thema hier auch im Landtag, aber natürlich auch in der nordrhein-westfälischen CDU. Und ich konnte mich mit einem unterhalten, der den Armin Laschet sehr gut kennt, ein sehr enger Vertraute von ihm, Innenminister Herbert Reul. Und ich habe ihn gefragt, was er aus dieser aktuellen Situation mitnimmt und ob das Ganze überhaupt noch fair ist. Wir hören mal rein. Ich weiß ja nicht, was in fremden Leuten Köpfe vorgeht, aber das kann ja keine Spaßveranstaltung sein. Das muss sehr anstrengend sein und auch sehr bedrückend. Vielleicht auch enttäuschend. Viele sprechen ja so ein bisschen davon, dass Armin Laschet so ein bisschen ja auch aktuell demontiert wird. Ja, ganz viele Stimmen, die da ja auch sagen, er soll vielleicht zurücktreten. Was ist momentan so Ihre Meinung dazu, wenn Sie das auch mitbekommen, was in der Partei los ist, was Sie aus der CSU auch hören? Was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, ich verstehe das nicht, weil ich habe gedacht, Politiker treten an bei den Wählern, bei den Menschen, um gewählt zu werden, um dann gute Politik zu machen, um etwas zu bewegen für die Zukunft und nicht um sich gegenseitig zu demontieren oder um Karrieren zu beschleunigen. Und bei einigen habe ich jetzt den Eindruck, die interessiert nur noch ihre eigene Karriere und andere Leute stören. Und unter uns gesagt, verstehen tue ich es nicht, ich halte es für falsch. Der Wähler wird es auch nicht toll finden. Ich meine, warum sollen Leute solche Parteien wählen, die so miteinander umgehen? Sprechen Sie da gerade direkt Markus Söder an? Also wir hören ja immer so diese Spitzen, die aus Bayern da gekommen sind. Wie bewerten Sie das? Es gibt Leute, die können das besonders gut. Es gibt Leute, die können es auch gut. Es sind mehrere und ich finde es unerträglich. Und ich finde, das ist nicht der Maßstab, nach dem ich Politik mache. Wie persönlich schätzen Sie die Situation ein? Glauben Sie noch an eine Situation, wo man Armin Laschet als Bundeskanzler sehen wird? Oder wie sehen Sie das momentan? Ich bin ja kein Wahrsager. Man kann es überhaupt nicht voraussehen. Im Moment sieht vieles danach aus, dass die Ampel Vorteile hat, weil die einfach miteinander reden. In der Sache verstehe ich es nicht. Also wenn man sich mal ein bisschen vom Augenblick löst und darüber nachdenkt, was soll denn 4 Jahre die inhaltliche Politik sein, dann würde ich vermuten, wäre Grün und Gelb und Schwarz eine ganz interessante Farbkombination, weil da viele Sachen zusammenkommen, die mit Zukunft zu tun haben. Aber mal abwarten, wie das ausgeht. Eine letzte Frage an Sie, Herr Reul, das Arbeiten mit Armin Laschet. Was werden Sie da immer in Erinnerung behalten? Faire Zusammenarbeit, anständige Zusammenarbeit, gegenseitige Achtung, Zusammenführen von Unterschieden und ergebnisorientiert. Und das ist riesig gewesen. Soweit der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, der, glaube ich, das Ganze noch einmal ja sehr gut eingeordnet hat und vor allem auch die Spitzen kritisiert hat. Und er hat ja gesagt, da gibt es einige, die das besonders gut können. Und da war sicherlich der Wink mit dem Zaunfall nach Bayern zu Markus Söder, der ja Armin Laschet in dieser Woche sicherlich mit seinen Äußerungen nicht geholfen hat. Das war eine Stimme, die wir gehört haben. Aber eigentlich, wenn wir uns mit den Landtagsabgeordneten unterhalten, ich habe mich auch noch mit einem anderen heute Morgen mal hier unterhalten können. Da hören wir eigentlich immer wieder das Gleiche, dass Ihnen Armin Laschet in ja gewisser Weise sicherlich leid tut und dass man es nicht fair findet, wie man aktuell in dieser Situation mit ihm umgeht. Das war nicht nur ein Wink mit dem Zaunfall, das war schon eine ganze Zaunmatte, die da Richtung München geflogen ist. Danke dir, Daniel, für diese Einschätzung und für das Interview auch mit Herbert Reul.